Fans des Fleisches und des Fleischesgeschmacks, das ist nicht euer Tag, denn heute gibt's Portobello Burger mit Laugenbrötchen. Du kannst dir ruhig einen Limo unten durchmachen, weil es geht ja jetzt erst gleich los. Alles, was ihr braucht, sind Portobello-Pilze. Die schneidet ihr, oder was das schneidet, die nehmt ihr hier mit so einem Löffel. Also ihr löffelt. Ihr löffelt. Ihr schneidet nicht, ihr löffelt. Albert hat das gut erkannt. Einfach an diesem Pilz hier so ein bisschen entlang. Nicht zu tief und auch nicht zu wenig. So. Weil da muss ja auch noch ordentlich Schmackes drin sein. So. Das reicht schon. Dann braucht ihr eine Pfanne. Zack. Den Backofen könnt ihr schon mal vorheizen. Auf gut 200 Grad. Volle Lotte, 220. Dann brauchen wir eine Runde Öl. Ja. Und jetzt kommen die Portobello-Pilze. Hier oben, das könnt ihr hier noch so ein bisschen, komm hier ruhig ein bisschen näher, das könnt ihr hier noch so ein bisschen abmachen. Weil das wird im Endeffekt der Burger. Paddy, quasi die Fleischesersatzlust. Und jetzt zuerst von der Unterseite ordentlich anbraten. In der Zwischenzeit schält ihr euch zwei Knoblauchzehen. Dafür einfach oben, unten abschneiden. Einmal hier mit dem Messerrücken und Flying Hand Canting die Schale abschlagen. Und dann einfach zibbeli-zapp kleinschneiden. Also Pilze und Knoblauch immer geil. Und vor allen Dingen, der Portobello-Pilz wird gleich mit Feta-Käse gefüllt. Ihr könnt anstelle des Feta-Käses natürlich auch anderen Feta-Käse nehmen, wenn ihr keine Vegetarier seid, sondern Veganer, dann wisst ihr euch selbst zu helfen. Nehmt einfach ein bisschen Tofu. Hier den kleinen Pilzrotz, den schneiden wir auch einfach noch ein bisschen klein. Viele Leute schmeißen das ja einfach im Müll, obwohl das so viel Schmackes hat. Zack. Zack. Und das kommt gleich mit in die Pfanne, sobald wir einmal den Portobello-Pilz gedreht haben. Also, bis hierher mega easy. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was hier los ist. So, hier könnt ihr schon erkennen, ja, da kann noch ein bisschen. Da machen wir jetzt noch ein bisschen mehr Öl drauf, ruhig. Und im Gegensatz zu normal der Würzaktion von Pilzen, können wir jetzt hier ruhig schon ein bisschen Salz und Pfeffer drauf geben. Überhaupt kein Problem. Ruhig, ordentlich. Und auch direkt mal eine Runde würzen. Pfeffer. In der Zwischenzeit, während der Portobello-Pilz brät, hier habe ich einen Salakis-Käse. Den könnt ihr jetzt schon mal einfach hier in der Schale so ein bisschen kleinschneiden. Einfach hier so ein bisschen würfeln. Dann versaut er euch auch nicht das ganze Brett. So. Den Pilz jetzt mal wenden. Und natürlich, was darf nicht fehlen?
bisschen Öl in den Pilz und auch noch in die Pfanne. Oh, das kann ruhig ein bisschen schwimmen. Jetzt teilen wir hier schon mal den Käse einfach auf. Den Backofen habt ihr angemacht, das dürft ihr nicht vergessen. Käse ordentlich hier drin verteilen. Der schmilzt natürlich gleich noch im Backofen viel besser wie in der Pfanne. So, jetzt tun wir hier die restlichen Pilze ran. Knoblauch mit dazu und wie soll das in dieser Show anders sein? Natürlich noch mal eine kleine Portion Öl. Ein bisschen Salz. Pfeffer. In einer beschichteten Pfanne dann natürlich einen Holzlöffel nehmen, sonst gibt es wieder immer wieder Schimpfe. Da bin ich nun auch schon des Öfteren belehrt worden. So, zur Abrundung gibt es jetzt hier mal einen ordentlichen Schuss Balsamico-Essig drauf. Ich dachte, Öl. Nee, mit Öl ist jetzt vorbei. So. Das verteilen wir jetzt hier so schön auf den Feta. Was ihr jetzt natürlich braucht, ist eine Pfanne, die keinen Plastikgriff hat. Das ist ganz wichtig, weil das Ganze geht jetzt in der Pfanne im Backofen. Wenn ihr keine Pfanne habt mit Plastikgriff, überhaupt keinen Stress, dann nehmt euch einfach eine Auflaufform und legt den Portobello-Pilz in die Auflaufform. Ich bin halt ein Fan von nicht zu viel Abwasch. Boah, Knoblauch, Feta-Käse und Pilze geht halt einfach immer hart ab. So. Den Kumpel jetzt ab in den Backofen. Und dann kann der die restlichen 6 Minuten nur noch, die restlichen 6 Minuten backen. In der Zwischenzeit kümmert ihr euch um den Burger. Ich habe jetzt hier Laugenbrötchen selber aufgebacken. Okay, man kann mir nachsagen, ist jetzt gegen die Challenge. Ihr könnt das aber auch natürlich einfach beim Bäcker einkaufen. So, ich habe jetzt hier einmal Hagelsalz drauf gemacht, wie man das kennt. Und habe einmal so ein bisschen gefreestylt mit Chiliflocken. So. Was wäre ein Burger ohne Senf? Habt ihr auch zu Hause? Da verteilen wir eine kleine Schicht. Zack.
Händewaschen nicht vergessen, auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Hygiene am Arbeitsplatz. Hast du mich gerade ausgelacht, oder? Nee. Du hattest einen kleinen Huster. So, der Senf kann wieder weg. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Feldsalat, so ein bisschen Salat auf dem Burger, kennt ihr ja auch alle. Den tue ich jetzt einfach in die Feta-Käseschüssel. Ein bisschen Granny Smith, grüner Apfel, bisschen Säure. Den einfach in feine kleine Streifen schneiden. Mit zum Feldsalat. Bekommst du einen Appetit, Albert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn ich mit dir drehe, habe ich den ganzen Tag Hunger. Hammer. So, das Ganze pfeffern. Leicht salzen. Und Albert, was darf nicht fehlen heute? Öl. In der Tat, ein kleinen Schuss Öl und auch hier einfach einen kleinen Schuss von dem Balsamico. Und dann verrühren wir das Ganze. So, dann braucht ihr einfach einen Teller oder ein Brett, wie auch immer ihr den Burger anrichten wollt. Ich nehme jetzt hier mal so eine Fliese. Das ist Kunst. So, einfach ein bisschen Senf. So, dann könnt ihr hier den restlichen Apfel verteilen. Ist mal ein bisschen was anderes. Hm? Einen Apfel zum Burger, normalerweise zum Dessert. So. Hier auch schon so ein bisschen von dem Feldsalat mit dem Dressing und dem Apfel. Und dann gucken wir mal, was der Pilz macht. Boah, es stinkt und qualmt und riecht verdammt lecker. So, die Unterhälfte kann jetzt jeweils schon drauf. So, dann seid vorsichtig. Verbrennt euch nicht. Das ist wirklich sehr, sehr heiß. Dann diesen Portobello. Wow. Einmal drauf. Und zweimal drauf. Jetzt noch schön den Salat hier so. Schickimalaki. Schickimalaki, wo kommt ein Schickimalaki her? Und dir. Bisschen Apfel. Und schon, liebe Leute, haben wir den Portobello Laugenbrötchen-Burger. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Kosten, beim Probieren und vor allen Dingen beim Weiterempfehlen.
guten Appetit, tschüss, bis zur nächsten Episode.